Ich will nicht von hier weg, Mama. Frieda. Weiter geht's mit Folge 5 von 5 Minuten Der Herr der Ringe. Indem der zweite Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 20 bis Minute 25. Ziemlich passend zu Sarumans Angriff auf Rohan wird die heutige Folge gesponsert von Bloodline Heroes of Lithas. Denn hier könnt ihr es dem weißen Zauberer gleich tun, eure Bestien selbst züchten und anhand eines einzigartigen Erbensystems über Generationen weiterentwickeln. Somit könnt ihr sofort loslegen, aus Blutlinien wie Elben, Zwerge, Orks und vielen weiteren eure über 4000 Kreationsmöglichkeiten zu erschaffen und das auch noch kostenlos. Neben ständigen Upgrades und Erweiterungen gibt es alle 2 Wochen in Bloodline, wie der Name schon sagt, neue Blutlinien. Die neuesten haben es mit den Tideraisers, die mächtigen Halbgötter des Meeres, ganz schön in sich. Damit diese jedoch auch göttlich in Erscheinung treten können, wurde das Game visuell so entwickelt, dass es auf dem Smartphone ein erstklassiges 3D-Fantasy-Erlebnis verspricht und dies auch einhält. Zudem wird man in Sachen Multiplayer ordentlich gefordert, doch kann sich in den saisonalen Gildenkriegen mit den Bloodcraft Legends auch ordentlich belohnen. Errichte also dein eigenes Königreich mit florierender Wirtschaft und züchte deine Truppen mit Cleverness, damit sie durch ihren Stammbaum und ihre Fähigkeiten deine Heimat verteidigen können. Wenn du also Bock hast, diese besondere Welt zu erkunden, dann klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder scan den QR-Code und erhalte noch heute kostenlos auf Android oder iOS dein Mega-Starter-Pack und schreibe deine Geschichte in der Welt von Lithas. Die alte Welt wird brennen in den Feuern der Schmelzöfen. Starten wir in den Verliesen Isengards und bei den Dienern Sarumans. Bei der Auswahl der Orkdarsteller hat man dabei stets darauf geachtet, keine Laien einzustellen. So setzte man vor allem auf Holzfäller, die in dieser Szene übrigens synchron zuschlagen sollten, und einige Schmiede. Eine neue Ordnung wird entstehen. Einerseits, um die handwerklichen Griffe fachgerecht darzustellen und andererseits, um Tolkiens Vorstellungen einzuhalten, der die Orks als ein Volk mit gewissem handwerklichen Geschick beschrieb. Die Schmiede der Orks fertigen hier dabei die Waffen für die Uruks, ein sogenanntes Scimitar, also eine säbelähnliche Klinge, die sich vor allem zum Hacken und Reißen eignet. Die vorgegebene Länge eines fertigen Scimitars sollte ungefähr 80 cm betragen, damit sie ebenso eindrucksvoll den Uruk-Hai-Darstellern in der Hand liegt. In der nächsten Szene sehen wir dann die Prothese eines Ohres, die so eigentlich nicht geplant war. Man orientiert sich in der Trilogie zwar nach der elbischen Abstammung der Orks, aber so spitz und hängend sollten die Ohren eigentlich nicht sein. Man brachte die Prothese dennoch an und wollte dadurch ein mögliches Merkmal eines Alterungsprozesses bei den Dienern des Bösen einbringen. Ich will sie in 2 Wochen bewaffnet und marschbereit sehen. Durch diese Aussage, dass Saruman sein Heer von Uruk-Hai in 2 Wochen marschbereit zur Verfügung haben will, lässt sich für diese Szenen ein Zeitrahmen bestimmen. Und zwar müsste es sich hier ungefähr um den 19. Februar handeln. Somit 3 Tage nach dem Aufbruch der Gefährten aus Lorien und 1 Woche vor dem Tod Boromirs und den Geschehnissen am Amon Hen. Der Wald von Fangorn liegt vor unserer Tür. In der nächsten Szene erlangen wir dann einen Blick aus der Sicht Sarumans auf den Fangorn. Wie der alte Wald an der Grenze zu Bockland ist auch dieser einer der letzten Überreste der großen Urwälder, die sich im ersten Zeitalter über den Kontinent erstreckten und große Teile den schrecklichen Schlachten im zweiten Zeitalter zum Opfer fielen. Aber bis zu dieser Zeit ging es sogar so weit, dass der Fangorn und die Wälder Loriens benachbart waren. Brennt ihn nieder! Ja! Und nun, getrieben von der Gier nach Macht, bekommt der Fangorn einen neuen verheerenden Feind, der es wagt, seine alten blühenden Freunde den Äxten und dem Feuer der Orks auszusetzen. In diesem Shot bedachte das Filmteam ebenfalls einen weiteren wichtigen Gradmesser des Reliefs in Mittelerde, nämlich diesen Gipfel hier. Diese Erhöhung ist der Methedras und stellt den letzten Berg im Süden des Nebelgebirges dar. Außerdem entspringt am Fuße dessen der Fluss Isen, der uns in diesem Film noch ein paar Mal beschäftigen wird. Auf in den Tod für Saruman! In der nächsten Szene greift nun das Volk der Dunländer in die Geschicke des Ringkrieges ein
und schließt sich der Seite Sarumans an. Und dies hat auch einen Grund. Durch die besondere Fähigkeit des Herrn von Isengard, mit seiner Stimme auf seinen Gegenüber stark manipulativ einwirken zu können, erzählte dieser den Dunländern abartige Lügen über das Volk der Rohirrim. Dass das Volk Rohans ein grausames sei, Gefangene lebendig verbrenne und das Volk aus den Bergen in großer Gefahr ist. Saruman wusste ganz genau, dass er die wilden Menschen auf diese Weise auf seine Seite ziehen kann. Wurden die einst freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Rohirrim und den Dunländern doch über die letzten Jahrhunderte zu einer territoriumsbasierten Feindschaft. Holt zurück, was man euch gestohlen hat! Brennt alles nieder! In der nächsten Sequenz beginnt dann der Krieg gegen Rohan. Die Dunländer bezeichneten dessen Einwohner lediglich als Forgoil, was so viel wie Strohköpfe bedeutet. Es ist das einzige bekannte Wort in deren Sprache. Eofain! Eofain! Und jetzt wird's kreativ. Grundsätzlich ist diese Szene zwar reine Interpretation von Peter Jackson und Co. und soll uns in die Gefühlslage einer herzzerreißenden und auseinanderbrechenden Familie aus Rohan versetzen, jedoch beherbergt sie ebenfalls tiefe und irgendwie auch tragische Tolkien-Details. Aber nochmal von vorn. Das hier ist Morwen, eine zweifache Mutter, die im Zuge des Überfalls der Uruks und Dunländer auf ihr Dorf schnell handeln muss und ihre beiden Kinder vor sich selbst in Sicherheit wissen will. Der Name der Frau hat in der Geschichte Rohans einen hohen Stellenwert, denn die Frau von Tengel und Mutter Theodens hieß ebenfalls Morwen. Du musst nach Edoras reiten und Alarm schlagen. Hast du verstanden, was ich sage? Ja, Mama. Der Sohn Morwens heißt Eofain und auch die Wahl dieses Namens hat es faustdick hinter den Ohren. Denn ein Eored, also ein Kämpfer der Reittruppen, hieß nach Tolkien ebenfalls Eofain und begleitete Eomir stets auf seinen Reisen. Zumindest nach Tolkien wird dieser auch schon bald eine Rolle in der Geschichte spielen. Da man diesen Reiter im Film jedoch nicht darstellt, projizierte man den Namen auf den Jungen. Ich will nicht von hier weg, Mama. Reda, ich werde bald nachkommen. Die Tochter Morwens heißt Freda. Zu diesem Namen findet man in den Werken Tolkiens keinen Bezug oder Hintergrund, jedoch kann man wohl die Rolle eines kleinen rohirischen Dorfmädchens in Todesangst nicht besser verkörpern, wodurch sie grandios in diese Szene passt und einen immer wieder mitnimmt. Papa hat Eofain doch verboten, auf Daruf zu reiten. Er ist zu groß für ihn. Und selbst das Pferd kommt nicht ohne bedeutenden Tolkien-Stempel aus dieser Sequenz, auch wenn es hier nun tragisch wird. Denn der Name des Tieres Garulf ist ebenfalls der Name des Reiters von Hasufel, jenes Pferd, welches Eomir schon bald an Aragorn übergeben wird. Das hat natürlich einen tödlichen Grund. Dazu jedoch mehr zu gegebener Zeit. Rohan, mein Herr, steht kurz vor dem Fall. In der nächsten Szene springen wir dann zu dem Hauptzugangsweg nach Rohan, die Furten des Isen. Während innerhalb des Landes die Dörfer und Felder brennen, fiel hier der Startschuss des Massenmordes an der Bevölkerung Rohans. Theodred, such des Königs Sohn! Unter Einsatz von Uruks, Dunländern, Orks und Wargreitern besaßen die Diener Sarumans eine deutliche Übermacht gegen die Rohirrim unter der Führung des Königssohns Theodred, und niemand überlebte. Er lebt. Anders als im Film stirbt also auch Theodred nach Tolkien genau hier am Ufer des Isen, exakt so wie es Saruman zuvor befohlen hatte. Denn neben der Vergiftung des Geistes von Theoden verlangte er von seinen Truppen um jeden Preis und so früh wie möglich Theodred und Eomir zu töten, dessen Unzertrennlichkeit und Liebe zu Rohan allgemein bekannt war und eine Gefahr für den Plan Sarumans darstellte. Diese Orks sind nicht aus Mordor. So richteten sich Theodreds letzte Worte im Buch ebenfalls an Eomir, bevor der Sohn Theodens im Alter von 41 Jahren starb und Saruman so die zweite Königslinie Rohans endgültig auslöschte. Übrigens für den Schauspieler von Theodred, der damals eigentlich ein Newcomer in Neuseeland war, ist dies bis heute seine erste und einzige Rolle in einer Filmproduktion gewesen. Hier drüben! Und wo wir gerade bei wissenswerten Schauspielerfakten sind, machen wir weiter mit ihm. Dieser Soldat Rohans ist nicht nur derjenige, der letztendlich Theodred findet, sondern hat ebenfalls etwas mit dessen Vater am Hut, denn das ist Bruce Phillips, das Stunt-Double von Theoden. Und apropos Stunt-Double,
Diese stundenlang im Wasser frierenden Statisten, gepaart mit über 150 künstlichen Orks, Menschen und Pferden, machten dieses unscheinbar wirkende Setting tatsächlich zu einem der aufwendigsten Drehorte des zweiten Teils, und man drehte diese Sequenz lang. Sehr, sehr lang. Aufgrund eines plötzlichen Unwetters musste man alle vorher bei Sonnenschein gedrehten Shots über Bord schmeißen, wie diese gelöschte Szene von Eomir belegt. Und das Heftigste dabei: diese Szene ist nicht im Kinocut zu sehen, sondern wurde erst bei der Extended-Version hinzugefügt. Im Film also noch am Leben, wurde Theodred in dieser Sequenz nach Edoras, der Hauptstadt Rohans, und in ein Hinterzimmer der goldenen Halle Meduseld, dem Königssitz, gebracht. Und hier kommt nun zum ersten Mal die Nichte des Königs, die Schwester Eomirs und die Cousine Theodreds ins Spiel. Eowyn. Gespielt von Miranda Otto war ihre Rollenbesetzung bis zuletzt ein riesiges Fragezeichen, denn eigentlich sollte Alison Doody den Zuschlag für die Verkörperung Eowyns bekommen, nur diese wurde kurz vor Drehbeginn schwanger und musste absagen. Wodurch Miranda Otto sozusagen eine Notlösung wurde, die damit wohl die Rolle ihres Lebens bekam. Kleiner Funfact noch dazu: Alison Doody war zu dieser Zeit die direkte Nachbarin von der Sängerin Enya, die den Titelsong für Der Herr der Ringe, Die Gefährten, sang. Er wurde von Orks überfallen. Das ist eine Lüge. Eowyn und Eomir übernehmen nun die undankbare Aufgabe, die Nachricht über Theodreds schwere Verwundung an dessen geistig manipulierten Vater, König Theoden, zu tragen. Doch ist da auch eine falsche Schlange mit von der Partie. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Denn hier erreichen wir ebenfalls die 25-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.